Legen wir mal los mit dem Kuchen und wie er zerstört wurde. Mal wieder von Chiyoka. Oh, wir sehen schon wieder das falsche Bild. Wir haben einen Linksruck bei Kuchen. Jo, Freunde der Gerichtsverfahren, ich habe ja bereits angekündigt, dass noch ein zweiter Teil zum Shoyoka-Stream kommt. Und ich will euch gar nicht so lange auf die Folter spannen und wir fangen direkt mal mit dem dümmsten Punkt an, den Shoyoka jemals gebracht hat. Und zwar hat sie ihren Namen als Marke eintragen lassen und sagt jetzt das hier. Kannst du nicht deinen Namen als Marke eintragen lassen? Boah, ich weiß nicht, ob ich das jetzt hier so on the fly droppen möchte. Aber lasst uns das mal machen. Mein Name ist als Marke eingetragen und das schon seit 3 Jahren. Das wissen die Influencer nicht, die seit 12 Monaten Videos zu mir machen, weil ich mich das ganze Jahr nicht gewehrt habe und sie keine Konsequenz dafür gespürt haben, was sie gemacht haben. Aber mein Name ist seit 3 Jahren als Marke eingetragen und geschützt. Und ja, das kann rechtliche Konsequenzen mit sich ziehen. Und ja, ich werde diese rechtlichen Konsequenzen dieses Jahr alle ziehen. Ups. Also langsam glaube ich wirklich. Deswegen meine ich ja, woher kommt denn das Geld, alle rechtlichen Konsequenzen zu ziehen? Ne? Woher? Dass sie zur Drachenlady werden möchte. Ja, sie hat ihren Namen vor ein paar Jahren als Marke eingetragen. Und zwar in diesen Klassen hier, nur der Vollständigkeit halber, das ist im Grunde komplett egal. Sie denkt vermutlich, dass wir ihr Markenrecht verletzen, weil wir ihren Namen in den Titeln benutzen und damit Geld machen. Und das ist logischerweise komplett falsch. Das deutsche Patent- und Markenamt sagt dazu selber Folgendes: Der Inhaber einer Marke kann aber beispielsweise niemandem verbieten, seinen eigenen Namen oder seine Anschrift zu benutzen. Ups. Bitte, Shoyoka, sollten dir das deine Anwälte geraten haben, bleib da auf jeden Fall. Ich freue mich auf diese Abmahnung. Das war gar nicht gestellt. Die Sache ist, man darf nichts mit ihr verkaufen. Wir hatten doch hier auch Ascaron TV, der bestimmt gleich wieder reinkommt, weil ich habe Shoyoka im Titel. Und er hat ja auch gesagt, sie ist als Marke eingetragen. Das heißt, wir dürfen sie leider nicht auf T-Shirts drucken lassen. Ich meinte ja, weil ich meinte ja, dass er sich ein T-Shirt drucken lassen soll. Oder ich habe ihn gefragt, ob er sich hat ein T-Shirt drucken lassen. Heilige Beängstigung, danke. Er soll sich ein T-Shirt drucken lassen, wo drauf steht: Ich war Shoyokas Antifa und alles, was ich bekommen habe, war dieses öde T-Shirt. Aber das darf man nicht, weil dann steht da Shoyoka drauf. Und rein theoretisch für sich selber darf man das natürlich machen. Aber wenn ihr das an eine Firma weiterreicht und diese Firma druckt das für euch, dann verdienen die Geld damit, mit dem Namen Shoyoka, den ihr euch selber ausgesucht habt. Aber das wäre ein Problem und deswegen machen die Leute das nicht. Deswegen ist es schwierig, sich Klamotten bedrucken zu lassen und Sachen zu nehmen, die markenrechtlich geschützt sind, weil die würden damit Geld verdienen, nicht jetzt ihr selber, ne? Außer ich würde das als Merch anbieten, dann hätte ich auch Probleme. Dann Shoyoka schreiben, das ist eine andere Sache. Und zwar, wenn Verwechslungsgefahr besteht, auch darauf kann man klagen. Ihr dürftet nicht einfach Shoyoka schreiben ohne R, weil immer noch ersichtlich wäre, um wen es geht. Da kann man auch gegen vorgehen, tatsächlich. Es gab damals die Putzilei-T-Shirts. Putzilei. Ich hatte ja seltsame Freunde, das wisst ihr. Erzähle ich gerne. Ich hatte Karls als Freunde. Und die Putzilei-T-Shirts wurden auch verboten, weil der Aufschrift Polizei, der ist ja für Leute da, dass sie sehen, da ist jemand, an den kann ich mich wenden. Das ist eine Autoritätsperson. Und diese Autoritätspersonen müssen klar erkennbar sein. Wenn ihr die Aufschrift Putzilei habt, dann ist das im ersten Moment von der Aufschrift her verwechselbar mit Polizei. Und deswegen war das verboten. Er hat behauptet, Schokojoghurt. dass ich finanzielle Unterstützung bräuchte und verschuldet sei. Okay, ich habe also behauptet, dass sie finanzielle Unterstützung braucht und verschuldet ist. Naja, was sagt sie denn selber dazu? Und dieses Jahr mir nicht mal eigenes Gehalt auszahlen konnte. Und all das liegt nicht an mir. Ich habe literally. Literally. Ich hatte gerade kurz wieder diesen Moment. Ich hatte diesen kurzen Moment und ich sehe Kuchen da oben in der Ecke und denke mir auch: Kuchen, das ist Kuchen. Ah, okay, Kuchen ist freigeschaltet. Ah, alles ist gut. Wir gucken gerade ein Kuchenvideo. 10 Monate aus Ersparnissen gelebt und Gehälter bezahlt. Und dadurch, dass ich einen kleinen Kredit aufgenommen habe bei meiner Agentur, weil ich nicht öffentlich machen wollte, dass ich so krasse finanzielle Probleme habe. Ach so, ja klar. Also sich einen Kleinkredit zu nehmen, ist natürlich kein Verschulden. Du hast. Aber sie hat literally nicht sichern lassen. Literally.
erst recht mein Fehler. Und jemanden, der monatelang von Ersparnissen lebt, der braucht natürlich auch keine finanzielle Unterstützung. Läuft ja alles super. Sie hat übrigens genau aus diesem Grund einen Submarathon gemacht, weil sie Geld gebraucht hat. Also ich weiß nicht, wie sehr soll ich das noch beweisen, Shoyoka? Dann geht es darum, dass ich ja mega ableistisch bin. Es wäre, by the way, schön, wenn du aufhören würdest, Menschen aufgrund von psychischen Erkrankungen fertig zu machen. Und du erreichst sehr, sehr viele Menschen. Und dass du mich nicht magst, ist echt cool. Mach das, wenn du das möchtest, aber auf psychische Erkrankungen zu gehen, ist echt beschissen. Grund dafür ist dieses Thumbnail hier. Und ich habe da schon in den Cake News was zu gesagt, habe mich da aber nicht so ganz gut ausgedrückt. Es geht nicht darum, sie als verrückt hinzustellen, sondern diese Zwangsjacke hat den Bezug auf crazy Twitter Grind, weil sie sehr verrückte Dinge gepostet hat. Nicht Shoyoka als Person ist verrückt, sondern die Aussagen, die sie von sich gegeben hat, sind es. Aber so, ist ganz wichtig, wir verfolgen das ja alle seit wie lange? Seit 12 Monaten? Ganz so lange bin ich tatsächlich nicht dabei. Ich habe es ja erst durch Simon Kretschmer mitbekommen. Die Sache ist, dass er tatsächlich niemals Kinder, auf ihre... Milch. Dankeschön, dankeschön. Dann werdet ihr groß und stark. 11 Monate und 5 Wochen. Ey, so können wir das machen. 11 Monate und 5 Wochen. Klasse. Fast 13 Monate geht der Witz schon. Nee, es geht, der 11-Monate-Gag sieht... Geht seit einem Monat. Trinken ist wichtig und richtig. Pinkeln auch. Er ist ja niemals auf ihre tatsächlichen mentalen Probleme eingegangen. Oder Diversitäten oder so. Die tragen wir auch alle mit. Er selber hat ADHS. Er selber hat Medikamente genommen. Und er hat letztens auch noch ein Video über die Medikamente gemacht, dass er sie absetzt ab jetzt. Weil er mit den Medikamenten nicht klarkommt, beziehungsweise sich auch so nicht richtig aufraffen kann. Oder dass die Nachwehen der Medikamente ihm nicht gut tun. All sowas. Na, er ist ja selber in dem neurodiversen Thema drin und hat sich nie darüber lustig gemacht. Ihr diskriminiert gerne meine Blase. Ich entschuldige mich sogar hiermit bei dir. Es tut mir leid, dass ich diese Thumbnail benutzt habe. Es war nicht in Ordnung. Oh, Drake, danke! Das freut mich. Das brauche ich. Du hast schon 3 Monate abonniert, dankeschön. Und ich habe das auch schon ändern lassen. Ich habe sogar mit meinem Thumbnail-Ersteller gesprochen und der hat sich auch nochmal entschuldigt. Jo, könntest du vielleicht kurz dich in der Sprachnachricht bei Shoyoka dafür entschuldigen, dass du sie in dem Eikuchen-Thumbnail in der Zwangsjacke gefotoshoppt hast? Das ist nämlich Ableismus und behindertenfeindlich und davon distanzieren wir uns natürlich. Was? Ja, klar, safe. Sorry, Shoyoka, dass ich dich so dargestellt habe, als wärst du... Plem plem, das war nicht meine Absicht. Tut mir leid, liebe Shoyoka, liebe Grüße, auch super tolle Anwälte. Ciao. Es tut uns allen schrecklich leid. Tut uns echt leid. Tut uns echt leid. Lustig ist aber auch, wie... Gut, man hätte auch vielleicht einfach mal eine wirkliche Entschuldigung machen können. Warum nicht? Ne, wem tut's weh? Aber, oh Mann, plem plem. Ihr glaubt, Hayo ist ein Fanboy. Ich glaube, Hayo ist in Wirklichkeit ein Mod. Er ist ein Jay Riddle Mod. Wie sie jetzt wieder Dinge verdreht, damit sie irgendwie sagen kann, der Kuchen, der kann wirklich nie Fehler einsehen. Ah, er schaut nicht mehr. Ah, er hat jetzt nochmal von vorne angefangen. Ja, kann ich verstehen, dass er jetzt einmal aus meinem Stream geflüchtet ist. Das wäre ja zu viel Aufklärungsarbeit für den Kuchen-TV-Livestream gewesen. Das muss man ganz schnell skippen. Und dann muss man ganz schnell aus dem Stream flüchten. Nicht, dass die Community noch was lernt über die Diskriminierung, die der Influencer verbreitet. Das Problem. Eigentlich wäre es ja gut, wenn sie gemeinsam reden würden, so in beide Richtungen. Aber sie wird sich wahrscheinlich wünschen, dass er ihr live zuguckt und sie ihn live belehren kann, während er sich nicht wehren kann. Das ist so ihre Vorstellung von Unterhaltung und von Gespräch. Das Problem war folgendes. Ich habe Hi, Zorris. Guten Abend. Shoyoka reagiert, weil sie mal wieder die ganze Zeit über mich gesprochen hat. Das Problem bei Twitch-Livestreams ist es, dass wenn du Pause drückst und dann wieder weitermachst, dass es direkt zur Live-Stelle springt. Das heißt, du überspringst das meiste und kannst nicht vernünftig darauf eingehen. Ein Zuschauer hat dann den Stream bei YouTube hochgeladen, also habe ich mir diesen natürlich von Anfang an gegeben, damit ich alle Aussagen von Shoyoka mitbekomme. Lustig ist ja auch folgendes. Ich wäre ja irgendwann logischerweise wieder zur Stelle mit diesem Thumbnail gekommen, allerdings hat sie dann, während ich die Reaction gemacht habe, im Stream Folgendes gesagt. Ihr könnt das ja alle mal bei YouTube reporten. Das wäre schön. Reportet doch mal alle den Livestream. Weil er darf natürlich auf die Dinge eingehen, in denen ich spezifisch über ihn spreche. Aber der Stream geht ja viel länger als nur den Aspekt. Deswegen, let's go. Ja, klar. Das ist ja aber
auch nicht richtig. Das ist ja eine Falle. Zu sagen, er darf auf die Sachen eingehen, wo ich über ihn rede. Ja, aber er weiß ja nicht, wo ich über ihn rede. Und jetzt guckt er sich alles durch, um auch wirklich alles zu finden. Und meldet ihn doch mal. So geht's auch nicht. Ah, also ich spreche 20% der Zeit über KuchenTV, aber 80% der Zeit sage ich ja gar nichts, sondern guck einfach nur dumm, wie in jedem meiner Streams. Und deswegen ist es nicht erlaubt. Also Shoyoka, was denn jetzt? Bist du sauer, dass ich den Stream abgebrochen habe, um nicht auf deine Punkte eingehen zu müssen? Oder darf ich den Stream gar nicht gucken, weil du versuchst, mich melden zu lassen? Ja, such's dir aus, beides geht halt nicht. Gleichzeitig kommt dann aber sowas. Und ich glaube, an dem Fall heute hat man recht gut gesehen, wie das vor Gericht laufen wird. Weil vor Gericht kann er halt nicht einfach den Livestream verlassen. Da kann er halt nicht einfach aus dem Gespräch rausgehen und mal eben wegschalten oder das Thema wechseln. Da muss er halt konkret die Sachen beantworten und ganz konkret auf die Dinge eingehen und kann sich halt nicht rumwinden und nicht 30 neue Themen aufmachen und sich nicht in irgendeine Opferrolle setzen. Das heißt, ich mache mir gar keinen Stress, was den Gerichtsprozess angeht. Ich glaube, das wird, auch wenn ich mir anschaue, was mir seine Anwälte zurückgeschickt haben, tatsächlich sehr, sehr entspannt werden. Lustig ist, dass ich... Ja, klar. Wir haben es alle gelesen. Er darf, weil sie diesen Content nicht auf YouTube hat, genau. Deswegen kann sie es nicht sofort claimen. Das würde aber dann über Anwalt gehen, habe ich vorhin ja erklärt. Ich in dieser Reaction sogar auf diese Thumbnail eingegangen bin, also da haben wir mal ganz gesehen, das heißt, das, was sie da sagt, macht gar keinen Sinn. Und cool ist es auf jeden Fall, dass du dir so sicher bist, dass du vor Gericht gewinnen wirst. Ich meine, dein eigener Anwalt schreibt dazu das hier auf seiner Seite. Wir sind gespannt, ob wir unsere Auffassung, dass in Sachen Shoyoka Rechtsverletzungen von Tim Hate vorliegen, durchsetzen können. Ja, also, wir gucken einfach mal, was geht, ne, vielleicht schaffen wir das, vielleicht nicht, wir gucken einfach mal. Also, da ist wirklich jemand zu 100% überzeugt davon. Wir freuen uns. Wir freuen uns. Ja. Was wird? Schauen wir mal, was wird. Was wird? Was wird? Weiter geht der Stream dann folgendermaßen. Und dann habe ich Sachen eingeordnet aus seinen Streams und dann hat er sich entschieden. Einmal Discord PN und laut und deutlich okay sagen. Discord PN. Wer hat da wieder geschrieben? Moment mal, erstmal Konfuzius. Den Tweet kenne ich. Konfuzius, den kenne ich. Und dann Samara. Ah, okay. Okay, natürlich, Samara, geht klar. Natürlich. Okay. Ich winke, Konfuzius. Ich winke, okay. Ist ja schön gemütlich heute. Wir machen schön gemütlichen heute. So, hier bin ich in dem Bildschirm und weiter geht's. Den Stream an dieser Stelle zu beenden, weil er da ja live Gegenrede von mir zu bekommen und stattdessen schaut er den Stream jetzt von Anfang an, um meine Kontrapunkte zu dodgen und mein Content ohne meine Kommentare und meine Reaktion weiter ausschlachten zu können. Die Kontrapunkte hätten wir ja, wenn sie auf ein Live-Gespräch eingehen würde oder sie kann ja privat mit ihm reden, versuchen die Sache aus der Welt zu schaffen. Dann bekommen wir es leider nicht mit, aber hey, die Welt ist nun mal nicht fair. Shoyoka, wenn ich auf deinen Stream reagiere, dann kriege ich logischerweise auch deine Kommentare mit, denn das ist ja dein Stream, den ich da gucke. Das ist so sinnfrei, wirklich. Oder sie meint damit, dass sie nicht mehr live darauf eingehen kann, was ihr Chat ihr unvollständig schreibt, was ich behaupten würde. Das ist ein großes Problem, kenne ich auch. Weil Leute dann nur teilweise Sachen weitererzählen. Ich kenne auch einen, der ständig zu anderen Content-Creatern läuft und sagt, der Gonzo hat aber das und das gesagt. Was hältst du eigentlich davon? Mal die Arme verschränken. Was hältst du eigentlich davon, dass dieser Content-Creator namens Gonzo das und das gesagt hat? Ne? Findest du es schlimm, ne? Ich würde dem jetzt widersprechen, ne? Ne? Ja? Und meistens kann ich das aufklären. Das ist immer recht lustig. Ich lasse das gerne so auf mich zukommen. Ich lasse dann die Leute gerne mal quatschen. Und häufig endet das dann damit, dass ich mehr Reichweite bekomme. Kann natürlich auch sein, aber weißt du, wie man da am besten gegen vorgeht? Mit einem gemeinsamen Live-Talk, aber das traust du dich ja nicht. Kommen wir nochmal zum Thema Melden des Streams. Dazu sagt sie das hier. Aufruf zum Melden ist verboten, ja. Ist auf jeden Fall ein ganz krass verboten, dass ich in meinem Twitch-Livestream dazu aufrufe, dass ein YouTube-Stream gemeldet wird, in dem mein vollständiger Livestream restreamt wird, ohne meine Erlaubnis. Ich glaube auch, dass das der Richtlinienverstoß ist, gegen den wir gerade vorgehen müssen. Auf der anderen Seite wird in einem Twitch-Stream gerade über einen YouTuber geredet, der eine Person des öffentlichen Lebens ist, und es wird sehr negativ über ihn geredet. Und darüber müsste man doch reden dürfen. Also, sie verhält sich nicht besser. Sie macht gerade genau das, was er macht, und sagt dann, ja, aber weil er das macht, darf ich ihn ja melden. Und dass das
dass der Aufruf zum Melden illegal ist, ist ja egal, weil er redet über mich. Ja, du redest auch über ihn. Also ihr seid bereits in einem Schlagabtausch und dann einfach was Illegales zu droppen, da kannst du nicht sagen, ja, aber er wehrt sich die ganze Zeit gegen mich. Jetzt darf ich doch weitere illegale Mittel anwenden. Nee, darfst du nicht. Jetzt rechtlich erlaubt ist oder nicht, ist doch vollkommen egal. Aber du musst doch selber einsehen, dass du in dem Stream größtenteils über mich gesprochen hast. So circa 5 Stunden oder sowas gefühlt. Warum ist es dann in Ordnung, dass du in deinem Stream die ganze Zeit über mich ablästerst, aber wenn ich vernünftig darauf eingehen möchte, ist es nicht erlaubt. Vor allem beschwerst du dich ja auch selber, wenn ich dann auf bestimmte Punkte nicht eingehe. Gleichzeitig darf ich aber auch nicht darauf reagieren. Also was ist das für eine komische Doppelmoral schon wieder von dir? Weil ich mich mittlerweile in meinen Stream setze und sage, hey, by the way, ich lasse das nicht mehr auf mir sitzen, dass die Reaktion ist, dass er seinen YouTube-Livestream startet und meinen ganzen Twitch-Stream restreamen anfängt, weil er es nicht aushält, dass ich in meinem Stream darüber rede, wie es mir mit der Situation geht und was das auf mein Leben für Konsequenzen hat. Stellt euch mal vor, ich hätte bei jedem der 140 Videos, die er gemacht hat, instant einen Livestream gestartet und dann erstmal alles von ihm gestreamt, was irgendwie da ist. Ja, Shoyoka, ja! Das ist das, was ich die ganze Zeit möchte. Bitte, ja, reagier auf jedes Video, geh auf jeden meiner Punkte ein. Bitte, du kannst es machen, gerne. Ich lass dich auch nicht striken. Lustig ist halt auch, wir wie alle. Sie dann die Opferrolle packt, indem sie sagt, ah, der Kuchen-TV. Wir alle haben das doch eigentlich gewollt, oder? Wir alle hätten das doch zu gern gesehen. Wir wollten doch nicht sehen, dass das alles andauernd mit Anwälten eskaliert. Wir wollen das nicht sehen. Das ist schmutzig. Keiner will diese ganzen Gerichtssachen sehen. Obwohl, jetzt eskaliert es eh gerade. Also, ach komm. Sie hat die erste Abmahnung geschickt. Sie hat damit angefangen. Dann erst kam Skoros und hat die ganzen Abmahnungen in den Club geworfen. Aber sie war zuerst. Mir läuft schon wieder die Nase und ich muss auch wirklich pinkeln. Bevor ihr mir wieder ein Trinken reindrückt, gehe ich jetzt erstmal auf Klo und gebe euch ein Stückchen Musik. Zum Genießen. Schön genießen! So, Kinder, hier ist eure Milch. Ah. Davon werdet ihr groß und stark. Wenn wir deiner Meinung nach, kann ich das live von Gongan Remastered aufnehmen und auf YouTube hochladen und dann ist es meins? Nicht so ganz, Bestien. Du musst schon selber einen Beitrag leisten. Du musst selber einen Beitrag dazu leisten. Und darfst laut unserem Zitatrecht auch nur auf bestimmte Sachen eingehen. Du musst thematisch darauf eingehen, auf das, was gesagt wird. Laut amerikanischem Fair Use müsstest du das nicht. Laut deutschem Zitatrecht musst du darauf eingehen. Es muss einen Bezug dazu haben. Einfach so benutzen darfst du das nicht. Das ist unser Rechtssystem. Und das darf man anwenden auf Twitch. Weil die hier eine Niederlassung haben. Und weil wir halt rechtlich verpartnert mit denen sind. Lieber vorher noch mal. Ich weiß das. Achso, er meinte das anders. Versuchst du es ihm zu erklären? Okay. Ich will nur nicht wieder, dass du dich rumstreitest, Bestien. Die anderen empfinden das immer als sehr negativ, dass du andauernd Kritik übst. Auch wenn diese Kritik stimmt, empfinden die das immer sehr negativ. Ich sehe das. Okay, ich gehe mal grad auf Klo. Ich habe alles gehört. Dankeschön, Eddard. Vielen Dank. Mega. Ich weiß, war Humor, aber nein. Eine Nachricht vom Moderator gelöscht. I gotta catch them all. 500. Guten Abend. Was wurde denn gelöscht? Wo ist denn diese ominöse Nachricht? Ich kann mit meinem Plugin nämlich alles lesen. Auch alles, was gelöscht wurde. Ich muss nur rausfinden, wo steht, wurde das gelöscht. Zum Anzeigen klicken. Immer diese Pisser mit ihren kleinen Blasen. Ich mache Werbung für Handcreme, Leute. Ich mache jetzt, ne? Achtung, Schleichwerbung. Habe ich nicht gekennzeichnet. Übrigens, ich trage Merch am Körper. Ich trage Merch. Ich glaube, ich habe das T-Shirt, was ich anhabe, nicht verlinkt. Ich bin ja Amazon-Partner. Das heißt, wenn ihr unten bei Amazon auf den Link geht, dann kriege ich da eine Werbevergütung. Das kostet euch nicht mehr. Aber bei Spreadshirt zum Beispiel, bei Spreadshirt bekommt ihr zum Beispiel so eine Mütze. Könnt ihr da kaufen. Mit einem Motiv, selbst gezeichnet von meiner Frau, die Kunst studiert hat und ein eigenes Tattoo-Studio besitzt. Künstlerin ist. Da könnt ihr ihre Kunst bei Spreadshirt kaufen, wenn ihr möchtet.
da kriegen wir was von ab. Das ist Merch. Ich habe natürlich keine Werbung da stehen, weil bei Merch ist klar, ne? Merch ist dazu da, damit ich davon Geld verdiene. Also bei Merch, das hat Solmecke mal gesagt, beim Merch ist es eigentlich offensichtlich. Das muss man nicht extra kennzeichnen. Ist ja halt Merch halt, ne? Man kennt's halt. Aber ich sag das zu selten, glaube ich. Ich muss das öfters sagen. Einfach öfters aussprechen. Das verrate ich nicht, wie das Studio heißt. Ich habe Merch an meinem Körper. Wo gibt's Kunst? Unten auf Spreadshirt. Kann seine Freundin sich mal um die Pflanze kümmern? Oh, diese kleine Pflanze da, ne? So. Schauen wir mal weiter Kuchen, bevor ich wieder muss. Oh, der kommt gar nicht damit klar, dass ich mal über meine Situation rede und wie es mir geht. Das stimmt halt einfach gar nicht. Es ist vollkommen okay, wenn du darüber redest, wie es dir geht. Du musst aber gleichzeitig nicht über mich ablästern und irgendwelche falschen Aussagen über mich tätigen. Da musst du dann damit rechnen, dass ich diese eventuell auch richtigstellen möchte. Sondern um einmal nachzuweisen und für das Gericht auch aufzuzeigen, dass er ganz aktiv damit Geld verdient, was er ja auch immer wieder zugibt und auch selber erzählt, gegen mich zu schießen und dass er damit Geld verdient. Herr Richter, der eine Typ, der von YouTube lebt, kriegt Geld damit, wenn er Videos über mich macht. Nein, doch. Dann geht's noch um die Gönnergy-Dosen. Dazu sagt sie Folgendes. Die hat er sich selber gekauft. Ja, das ist schön, dass er das sagt. Ich habe einen Clip, wo er sagt, dass die ihm zugeschickt wurden. Das ist ja völlig in Ordnung. Das können wir dann ja vor Gericht erklären. Das kann er ja dann dort alles beweisen und nachweisen. Niemand hat es... Es gibt ja... Da sind sie! Es gibt ja auch den Clip, wo Monte dann sagt, jetzt habe ich den Clip nicht hier, aber er hat es auf jeden Fall irgendwo gesagt, dass es keine Absprache wegen den Dosen gibt. Ganz einfach, hat Monte gesagt. Und Monte ist ja der, von dem er was bekommen würde. Das ist in Frage gestellt, dass ich Gönnergy unter anderem auch zugeschickt bekomme. Ich meine, ich habe mehrere Instagram-Stories genau dazu gemacht. Trotzdem ist es ein Unterschied, ob ich die kostenlosen Zugeschickten in den Hintergrund stelle oder diejenigen, die ich mir selber gekauft habe. Ja, beweis mal, ob ich mir privat auch Gönnergy selber noch gekauft habe. Viel Spaß dabei. Und ihre Dummheit kennt natürlich auch weiter gar keine Grenzen. Wie viel Geld er damit verdient und ja auch gesagt hat, dass er sich eine goldene Schallplatte gekauft hat und das im Äquivalent steht zu 2 Shoyoka-Videos. Deswegen ist das wichtig für das Gericht. Nee, das ist ja auf jeden Fall ein Scherz. Sie kann nicht jeden Scherz vors Gericht zerren und sagen, der hat aber das und das gesagt. Das geht nicht, weil man kann das nachweisen. Man kann auf YouTube nachweisen, wie viel ein Video eingebracht hat. Und wenn er dann einfach zeigt, gucken Sie sich die Zahlen an, das bringt ein Shoyoka-Video, und das ist nicht die Hälfte einer goldenen Schallplatte, dann ist klar, dass es ein Witz war. Gericht, dass es nachvollziehen kann, dass es für KuchenTV monetäre Hintergründe zwischen, also hinter den 140 Videos. Warum geht's dabei? Das ist nicht der Hauptteil oder sonst was. Es geht darum aufzuzeigen, dass es hier um Werbung geht, dass es um Monetarisierung geht, dass das sein Hauptberuf ist und dass er damit Geld verdient. Und dafür musst du halt einfach die gesamten Beweise vorlegen, die es halt gibt. Und das ist halt ein Teil davon. Es wäre absurd, das wegzulassen. Genau, sie hat wohl gesagt, dass Monte sich davon ein Auto kauft. Er hat aber nur gesagt, eine Rate ist das, ne? Also er hat was, es ist ja generell auch ein Witz. Das war nur ein Spruch. Und sie nimmt das komplett ernst und bringt das dann in anderem Wortlaut mit einer anderen Bedeutung wieder raus. Wobei ich aber nicht glaube, dass sie das wirklich wissentlich gelogen hat, sondern sie wiederholt es halt falsch. Das heißt aber nicht, dass es primär darum geht, auch wenn er das behauptet. Also, Shoyoka sagt, dass sie ja vor Gericht beweisen muss, dass ich von meinen YouTube-Einnahmen lebe. Obwohl ich tausendmal sage, dass ich von YouTube und meinen Influencer-Tätigkeiten lebe und auch keinen anderen Job habe. Also, was genau gibt es denn da noch zu beweisen? Und was haben die Gönnergy-Dosen damit zu tun? Bro, ich habe noch nicht einen einzigen Cent von Monte oder Gönnergy bekommen dafür, dass da Dosen stehen, Alter. Und die Goldplatte hat 16.000 Euro damals gekostet. Glaubst du wirklich, dass ich mit einem Video über dich 8.000 Euro verdiene? Junge, das ist doch offensichtlich eine Übertreibung gewesen. Ich blick nicht der, aber Mann, wir machen weiter, komm. Nochmal ein Schrittchen zurück. Da sehe ich gerade was auch im Chat. Es muss über 1.000 Euro sein. Tatsächlich ist das so, dass man entweder für die Werbung bezahlt werden muss oder das Objekt, was beworben wird, müsste 1.000 Euro wert gewesen sein, wenn man es geschenkt bekommen hat. Wenn man einfach nur etwas geschenkt bekommt und es dann
als Werbung vorstellt, dann ist es keine Werbung. Wenn du etwas geschenkt bekommen hast, dann musst du das nicht angeben, dass du es geschenkt bekommen hast von der eigentlichen Person, außer es ist 1000 Euro wert. Tatsächlich, so ist es. Aber in dem Falle könnte die Absicht sein, dass er von Monte promoted wird, sein Kanal promoted wird, dass allein schon die Gewinnabsicht ist, Monte auf seine Videos zu locken, weil er die Dosen dahin stellt. Und das würde ihm ja permanent Geld einbringen. Und zwar die Unterstützung von Monte, wenn Monte seine Videos live guckt. Und das wäre dann eine Art der Belohnung, wenn man das so auslegen könnte. Deswegen meinte ich, dass es vielleicht wichtig wäre, dass Monte dazu eine Aussage macht. Oder zum Beispiel die Aussage rauskommt, die Monte ja bereits gebracht hat, indem er sagt, dass es keinen Einfluss hat, dass es keine Absprache gibt. Das ist wichtig. Weil allein schon der allein schon die Hoffnung auf Reichweitenvergrößerung wäre eine Bezahlung. Beziehungsweise würde er sich diese Bezahlung erhoffen. Ob er die wirklich bekommt, ist ja dann gar nicht klar. Aber die Frage ist ja, ob er das deswegen macht. Das müsste geklärt werden rechtlich. Das müssen Medienanwälte klären, natürlich. Sichtlich eine Übertreibung gewesen. Ich blick nicht der. Aber Mann, wir machen weiter, komm. Ich rede gar nicht über Schadensersatz. Muss er den Pfand versteuern? Ich rede gar nicht über Schadensersatz. Ich will einfach nur, dass es aufhört. Ich will einfach, dass er darin gehindert wird, wie in den letzten 12 Monaten auf meine Kosten weiter Schaden zu verursachen und Geld zu verdienen und halt konstant irgendwelche falschen Tatsachenbehauptungen zu mir in den Raum zu stellen und einfach sich so massiv geschäftsschädigend mir gegenüber zu äußern. Sie will, dass es aufhört, aber labert erstmal im Stream 7 Stunden Müll über mich. Ja, Shoyoka, so hört es garantiert auf, bin ich mir ziemlich sicher. Du kannst mir doch nicht verbieten, dass ich über dich rede. Also klar, falsche Tatsachenbehauptung ist natürlich eine Straftat. Das Problem ist aber, dass du immer, wenn ich etwas Falsches sage, mir immer wieder eine neue Abmahnung zusenden muss. Das heißt, mit einer Abmahnung ist es halt nicht getan. Denn selbst wenn du mit 1-2 Punkten durchkommen solltest, was du nicht tust, by the way, also vergiss das ganz schnell wieder, dann geht es auch nur um dieses bestimmte Zitat. Du kannst mir nicht mal allgemein verbieten, dass ich zum Beispiel behaupte, dass du lügst. Das geht in Deutschland einfach nicht. Das heißt, er kann dann auch... Moment mal. So, Moment mal. Ich sehe gerade, ihr streitet euch. Rasta Yeti, guten Abend. So. Ich finde auch, dass Kuchen das fucking Kind falsch verstehen möchte. Finde ich auch. Das ist einfach nur ein weiterer Punkt, weil der publikumswirksam ist. Ich kann das verstehen. Würde das jemand mir gegenüber rausrutschen, dann würde ich das auch mal scherzeshalber vielleicht gegen diese Person verwenden, wenn es möglich ist. Aber es würde mich nicht treffen. Es würde mich nicht treffen. Es wäre nur möglich, eine andere Person halt damit vorzuführen, dass sie sowas gesagt hat. Frag mal deine fucking Mutter. Jetzt geht Bestien schon auf Mutter. Mein lieber Scholli. Jetzt streitet euch nicht. Ne? Ich finde das auch. Ich finde das auch übertrieben, da so ein Riesending drüber zu machen. So, wurde das mit der Mutter gelöscht? Ja? Wurde auf Mutter gelöscht? Moment mal, in dem Chat sehe ich es tatsächlich nur, wenn ich draufklicke. Deswegen konnte ich es eben nicht sehen. Ich muss draufklicken. Ach, ich habe hier nicht mal, ich habe meine Erweiterung nicht mehr. Deswegen sieht es anders aus. Ach, ist das ätzend. Ich müsste einen zweiten aufmachen. Von Chrome. Ich habe nur auf Chrome meine Erweiterung. Okay. Ich muss das manuell abfragen. Okay, okay. Euer Ernst? Bestien, wirklich. Bestien, ich bin zweifacher Vater. Wenn du das in dem Nebensatz so erwähnst, sein fucking Kind, wenn du über mich redest und sagst, sein fucking Kind, dann würde ich dir deswegen nicht an die Gurgel springen. Ich würde dir daraus jetzt keinen Strick binden, wenn du das machen würdest. Die Frau benutzt andauernd das Wort fucking. Das ist ihre coole Jugendsprache. Man sagt die ganze Zeit fucking. Ich kann verstehen, dass sie das nicht so gemeint hat. Kann ich tatsächlich. Moment mal, deine Nachricht wurde gelöscht? Was? Ich dachte, Moment mal, doch fucking Mutter. Ach, meine Güte, fucking Mutter. Genau. Du schreibst aber gerade zu jemand anderem im Chat fucking.
Und hier im Chat wird es nicht geduldet, das Fucking. Das ist was anderes. Schreibt sowas nicht im Chat und nicht miteinander. Übrigens sind auch Diskussionen und Provokationen hier im Chat nicht erlaubt. Also nimm das nicht persönlich. Bloodflower wird das sehr wohl stören als Mutter. Egal, ob sie es andauernd nutzt. Okay. Dann unterstütze ich Bloodflower und wir verklagen jeden, der es wagt, das zu sagen. So. Das mit dem Kind ist auch vorgeschoben. Dass sie das Kind mit ins Gespräch bringt, ist von ihr vorgeschoben. Und auf der anderen Seite finde ich es vorgeschoben, sich darüber aufzuregen, dass sie Packing gesagt hat. Das eigentliche Problem ist, dass sie das Kind überhaupt mit ins Gespräch gebracht hat. Dass sie Fucking gesagt hat, finde ich persönlich vollkommen irrelevant. Das fände ich gar nicht schlimm. Dass sie überhaupt über das Kind redet, ist schlimm. Also ich habe das vergessen zu sagen. Ja, ich habe das komplett vergessen zu sagen. Ich habe nur gesagt, ich finde das Fucking nicht schlimm. Die Tatsache, dass sie das Kind überhaupt erwähnt, ist schlimm. Sind wir uns da einig? Dass sie überhaupt plötzlich aus dem Nichts das Kind mit reinbringt, das ist das eigentliche Problem. Nicht das Wort Fucking. So. In meinem Fall. Also für mich persönlich fände ich das Wort, ne? Aber dass das Kind reinkommt. Weil das ist ein persönlicher Angriff einfach mit dem Kind. So, da hat ja ein Kind, ne? Ja, ne? Da muss das Kind sich aber schämen, ne? Du hast dem Kind nichts zu sagen, wofür es sich zu schämen hat. Du hast auch nicht in den Raum zu stellen, wofür sich das Kind jeweils zu schämen hat. Das ist auch wieder so ein Framing. Indem du sagst, wofür man sich schämen müsste. Wer legt fest, wofür sich jemand anders zu schämen hat? Wie oft kommen hier Leute rein und sagen, schämst du dich nicht, Kuchen-Content zu machen? Nein, tue ich nicht. Und wenn du dich dafür schämst, dann mach du keinen Kuchen-Content. Ich darf das, weil ich schäme mich nicht. Ich darf das. Und wir machen auch diese Ausdrücke nichts aus. Wir machen diese Vorwürfe nichts aus. Deswegen darf ich das. Weil die mich nicht stören. Ist doch schön. Jemand, der sich daran stören würde, der darf das nicht machen. Weil er Angst hat, outgecallt zu werden. Gut, dass ich das. Ich hätte das glatt vergessen gerade, ne? Dass das eigentliche Problem ist, dass sie das Kind überhaupt erwähnt hat. Genau. Rasta Yeti. Es ging darum, das Kind zu framen. Ich hoffe, Bastian ist jetzt nicht beleidigt. Ich weiß, er geht dann sofort wieder auf Twitter und tweetet gegen mich. Weil Tim das Kind mit reingebracht hat, ich weiß nicht. Das ist kein Grund, dann aufs Kind zu gehen. Er darf sein Kind reinbringen, aber sie darf doch nicht einfach sein Kind mit reinbringen als Beispiel oder als Argument gegen ihn, gegen seine Videos. Du musst dich immer fremd schämen, wenn du Neitern siehst. Ach, Zorris, meinst du mich mit fucking Lieblingsstreamer? Das ist aber nett. Dann gehe ich auch gerne wieder in den Call mit dir, Zorris. Die Debatte mit dem Kind ist aber noch keine 11 Monate alt. Wo hat er sein Kind mit reingebracht? Ich weiß auch gar nicht, ob er das vorher oder nachher mit reingebracht hat, ne? Weil er bringt später sein Kind rein. Immer wenn sie versucht, seine Einnahmequelle zu zerstören, sagt er, ja, ich bin Vater und ich habe ein Kind. Sie will meinem Kind die Einnahmequelle wegnehmen. Das ist auch so ein bisschen so, ne? Hallo Schlabunsen. Guten Abend Schlabunsen. Ich bin der böse Junge. Bastian ist der böse. Bastian, aber ich glaube, Bastian ist gern der böse Junge. Bastian ist einfach ein Bad Boy. Deswegen hat er auch diese trainierten Fotos einfach. Da freut sich der Hajo. Mitten zwischendrin, guten Abend. Wir hören mal weiter dem Kuchen zu. Wir wollen ja auch noch hören, was Solmecke genau dazu zu sagen hat. Verbieten, dass ich zum Beispiel behaupte, dass du lügst. Das geht in Deutschland einfach nicht. Das heißt, er kann dann auf jeden Fall selber mal vor Gericht erklären, wie er das denn jetzt gemeint hat, dass er selber das lustig findet, dass ich Follower verliere, aber dann gleichzeitig sagen, dass es ja nicht seinetwegen wäre, obwohl er den Zusammenhang selber zieht in seinen eigenen Videos. Jetzt ist es anscheinend sogar schon verboten, es lustig zu finden, wenn jemand Follower verliert. Aber was genau hat... Das finde ich gemein. Das ist sehr gemein. Was habe ich denn eigentlich gesagt? Ich hatte im Durchschnitt dieses Jahr zwischen 1,5 und 1,7 Subs pro Monat. Im Gegensatz zu letztem Jahr, da waren es zwischen 3,5 und 4 und dem Jahr davor waren es zwischen ca. 6. Ich hatte im Schnitt 4 bis 5 Gaming-Placements pro Monat, teilweise weniger. Du hast doch hier gerade selber gesagt...
Also, Bestien einigt sich jetzt darauf, dass er gewonnen hat. Okay, es wird aber nicht weiter diskutiert, sonst ist, es ist jetzt Ende. Keine Diskussion mehr, ist jetzt Ende. Wir machen, wir gucken jetzt weiter, so. Und keiner hat das bitte lustig zu finden, dass irgendwer einen Follower verliert. Das ist schade, ja? Das ist schade. Wir alle genießen den Content. Ihr alle genießt den Content. Warum verliert sie Follower? Dass es schon seit 2 Jahren bergab geht. Und vor 2 Jahren habe ich noch gar kein Video zu dir gemacht. Und alleine in dem Jahr haben sich deine Subs ja schon halbiert. Vielleicht liegt es ja nicht komplett daran, dass ich Videos über dich mache, sondern dass du einfach eine uninteressante Person bist, die halt einmal im Hype gewesen ist. Die Zahlen sind schon vorher runtergegangen. Also kann ich ja nicht der einzige Grund dafür sein, dass bei dir nicht mehr so gut läuft wie vorher. Selbst wenn, was soll daran verboten sein? Herr Richter, ich habe Kritikvideos gegen Shoyoka gemacht und sie hat Follower verloren. Nehmen Sie mich fest. Kommen wir nun mal noch mal kurz zu der Sache mit dem fucking Kind, was sie gesagt hat. Jerikos, Hände reichen. Ist das eine Drohung? Um vielleicht an dieser Stelle Guten Abend, Splattercat. Eine Einordnung von meiner Seite aus zu machen. Ich sehe kein Problem mit fucking als Wort, weil es tatsächlich, wenn man es übersetzt, nichts anderes bedeutet als verdammt. Und es ist einfach, es hat nichts mit verfickt zu tun, sondern es wird übersetzt mit verdammt. In diesem Kontext, und da geht es konkret darum, dass man eine Gewichtung in den Raum setzt. Und das hat nichts mit einem Fronten einem Kind gegenüber zu tun und auch nichts mit einer Beleidigung einem Kind gegenüber zu tun. Das ist einfach Umgangssprache. Aber Shoyoka, es gibt es im Englischen auch, wenn man sagt, don't fuck with me, was nicht bedeutet, dass ihr mich bitte nicht begatten sollt, sondern dass ihr mich nicht verarschen sollt. Das gibt's auch, tatsächlich. Ich persönlich fühle mich davon halt belästigt. Sieht man vielleicht noch mal ein bisschen schlimmer, wenn man selber Vater ist. Das kannst du natürlich einfach nicht nachvollziehen. Ist ja auch nicht schlimm. Es ist ja auch okay, wenn du das nicht so schlimm findest. Aber du kannst mir doch nicht meine Gefühle absprechen. Bei dir und Skrulls ist es doch das Gleiche, dass du sagst, hey, wenn ich mich belästigt fühle, dann ist das einfach so. Wo ist das? Aber sie hat nicht gesagt, sie fühlt sich belästigt. Das Problem, einfach nur zu sagen, hey, okay, tut mir leid, war aber nicht so gemeint. Das würde ja schon reichen. Stattdessen windet sie sich tausendfach raus, um sich ja nicht entschuldigen zu müssen. Stimmt, verdammtes Kind klingt auch schlecht. Aber weil es aufs Kind bezogen ist, dann wäre es ja das verdammte Kind. Das ist, ja, es ist, hi, Jungkopfsalat, guten Abend. Und Glückskirki, guten Abend. Das klingt alles nicht gut. Ja, ich weiß, es klingt alles nicht gut, aber ich würde es persönlich nicht als Beleidigung fürs Kind sehen, weil ich weiß, der Angriff geht eigentlich gegen Kuchen und das Kind ist hier nur Mittel zum Zweck. Es ist schlimm, wirklich. Keine Diskussion. Weil wir halt mindestens 2 unterschiedliche Aussagen von KuchenTV zu fast jedem Thema finden, indem er einmal das eine behauptet und dann irgendwie 2 Monate später das andere behauptet und dann in einem Podcast wieder was Drittes behauptet. Und du musst halt dann irgendwie gegensuchen und rausfinden, was ist gerade die aktuelle Behauptung, was ist gerade das Aktuelle, was gesagt wird und was gab es dazwischen noch alles. Es ist ermüdend, wirklich. Es ist fucking ermüdend. Herr Richter. Das zeigt aber auch, wie progressiv der Kuchen ist, dass er andauernd seine Meinung ändert. Ist doch toll. Ja, KuchenTV hat innerhalb von 11 Monaten mehrmals seine Meinung geändert, als es neue Informationen gab. Das ist auf jeden Fall verboten. Ja, Pia, jetzt mal davon abgesehen, dass es KuchenTV ist, ist jetzt allgemein, hat nicht jeder eine zweite Chance verdient, wenn sie mal verurteilt wurden. Natürlich hat jede Person eine zweite Chance verdient, auch eine dritte Chance. Aber er wurde ja noch nicht mal verurteilt, also können wir ihm keine Chance geben. Aber eine Person, die wegen Volksverhetzung verurteilt wurde, jetzt gerade noch in einem Verfahren wegen Volksverhetzung drin sitzt, bei dem der Ausgang noch nicht final ist. Shoyoka, das Verfahren läuft seit 2017. Seit 2017. Ja, da musst du dein Verhalten erstmal ändern. Ja, Bro, also habe ich ja. Was kann ich dafür, wenn das Gericht 8 Jahre braucht, bis das irgendwie mal verhandelt wird? Was? Wo ist daran denn meine Schuld, wenn das Verfahren seitdem läuft? Ich kriege ja auch kein neues wegen Volksverhetzung. Also habe ich mich doch offensichtlich geändert. Genauso dumm ist diese Aussage hier. Aber ihr wisst ja, Volksverhetzung lässt sich einfach sehr gut framen, weil dann wird man immer als rechts dargestellt. Weil Volksverhetzer sind ja immer die Rechten. Das ist natürlich, es hat gar nichts mit Antifeminismus zu tun, dass man jetzt die weibliche Anwältin der Frau attackiert, die man seit Monaten attackiert. Das ist ziemlich sicher nur ein Zufall, dass das jetzt wieder eine Frau ist, die angefeindet wird. Vielleicht schon. Gab es nicht mal was wegen Volksverhetzung eines YouTubers, weil er was gegen Gewerkschaftler gesagt hat oder sowas? Oder gegen, die haben gestreikt, gegen streikende Leute. Er hat irgendwas gegen streikende Leute gesagt, glaube ich, in der Öffentlichkeit. Und das war ein Problem. Weil ihr natürlich die Öffentlichkeit gegen die streikenden Leute aufhetzt. Und das ist problematisch. Also war es zu der Zeit auch.
Shoyoka. Aber wirklich nur vielleicht wird die weibliche Anwältin deswegen angegriffen, weil das ihre Abmahnung ist! Mann, die hat das geschrieben! Natürlich wird sie dann dafür kritisiert! Wen soll man denn sonst abmachen? Die Anwälte, die nichts damit zu tun haben, oder was? Also klar, bitte. Ich bin sehr konservativ und bleibe meiner Meinung, dass das rote Gönnergy das Beste ist. So. Und ich lasse mich davon nicht wegbringen. Hate die nicht, die macht auch einfach nur ihren Job, also beleidigt die nicht oder sonst irgendwas. Stimmt, Tefisch, ja. Kann man natürlich immer äußern. Aber was ist das für eine dumme Aussage? Ja, also zufällig wird die Anwältin dafür kritisiert, die das geschrieben hat. Das ist bestimmt antifeministisch. Digga, ich komm nicht drauf klar, wirklich, ey. Aber kann man ihn wirklich hindern, Content mit dir zu machen? Ja, auf jeden Fall. Ich habe eine Unterlassungserklärung abgeschickt und wenn er die nicht unterzeichnet, dann gehe ich vor Gericht und das werde ich gewinnen. Auf jeden Fall. Mensch, Shoyoka, du kannst... Nein, ich habe anfangs Blaues getrunken, gar nicht. Ich hatte zuerst gar kein Blaues, das fehlte mir nämlich und ich habe mich voll auf das Blaue gefreut, weil ich auf Kokos stehe. Du bist auch Team Rot, super, Hayo. Und dann habe ich zuerst das Gelbe getrunken, da bekam ich dann aber einen Asthmaanfall danach. Keine Ahnung warum, kann reiner Zufall sein. Dann habe ich das Rote getrunken, das hat mir sehr gut geschmeckt. Und dann habe ich das Blaue mir selber nochmal besorgt und ich habe es, glaube ich, bekommen. Ich habe, glaube ich, 2 Dosen bekommen und eine kaputt geschnitten, versehentlich. Wer war das nochmal? Wer hat mir das zugeschickt? Ich glaube, Old Guitar Hand war das. Und hat dann reingeschrieben in den Karton, Imp ist der Beste. Auf die Innenseite. Habe ich aufgemacht und dann steht da, Imp ist der Beste. So, dann im Nachhinein muss ich sagen, der Rote war aber der leckerste. Der hat mir sehr gut gefallen. So, was war? Sie kann ihm nicht verbieten, Videos zu machen. Dazu müsste das Gericht ja festlegen, dass er tatsächlich, also das gibt die Abmahnung nicht her, ne? In der Abmahnung steht nicht, dass er, keine Ahnung, aus diversen Gründen, er könnte Videos machen und könnte sie einfach nicht monetarisieren. Dann zählt die Abmahnung nicht, weil er damit kein Geld verdient. Ach ja. Du musst mich nicht daran hindern, über dich zu berichten. Wer berät dich denn bitte? Der sollte auf jeden Fall weitermachen, das will ich gar nicht sagen. Aber du kannst in Deutschland niemanden verbieten, über jemand anderes zu sprechen. Das geht einfach nicht. Du kannst nicht mal so Dinge durchbringen, wie dass ich allgemein nicht mehr sagen darf, dass du lügst. Denn das muss... Stellt euch mal vor, wenn Solmecke nicht mehr über dieser reden könnte, wegen dem dieser Datenleck. Wenn die sagen würden, Solmecke muss aufhören, unseren Namen zu sagen. Dann könnte er nie wieder YouTube-Videos machen. Sein ganzes Geschäftsmodell wäre am Arsch. Muss ja immer im Kontext gesehen werden, warum ich das behauptet habe. Meine Güte, wirklich, ey. Aber auch Solmecke wird nochmal gefrontet. Wenn du als Rechtsanwalt eine rechtliche Einordnung machst zu einem Fall und du beziehst dich nur auf die Aussagen und Videos von einer Partei in der Debatte und beziehst die andere Partei gar nicht mit ein, dann sehe ich das tatsächlich als schwierig. Aber wie möchtest du denn eine rechtliche Einordnung anhand von einer Seite machen? Ja, also auch da habe ich ja im letzten Video schon was zu gesagt und ich weiß nicht, wie oft ich das noch klarstellen muss. Alleine im neuesten Video hat Christian Solmecke die komplette Abmahnung von Shoyoka gehabt und das ist ja ihre Seite. Das ist das, was der Anwalt mir vorwirft, was ich gemacht haben soll. Und dementsprechend kann er auch eine rechtliche Einschätzung bringen, ob man damit durchkommt oder ob das eher wackelig ist. Und bei ihr ist es halt so wackelig, wirklich, also das hoffentlich geht sie damit vor Gericht, das wird lustig. Mit meinem Anwalt ihm eine Unterlassungserklärung zukommen lasse, die nicht öffentlich ist, um ihm vorzuschlagen, das außergerichtlich zu lösen und ihn dazu aufzufordern, nach 140 Videos damit aufzuhören. Shoyoka, also hast du dir überhaupt durchgelesen, was dein Anwalt geschrieben hat? Also erstmal war da nicht mal eine Unterlassungserklärung drin. Selbst wenn ich gewollt hätte, hätte ich das gar nicht unterschreiben können, weil da war nichts zum Unterschreiben. Außerdem ist auch, wir wollten das außergerichtlich klären. Ja, Bro, jede Abmahnung ist eine Möglichkeit, das außergerichtlich zu klären. Das ist der normale Weg. Also was ist das für eine Aussage schon wieder von ihr? Wenn ich einen Rechtsstreit mit... Guten Abend, Dixon Rose. Ich wollte dich nicht übersehen. ...einem reaktionären Influencer eingehe. Ja, warum genau ich jetzt wieder reaktionär bin, das wird komischerweise nicht gesagt. Was? Oder, Unwort 2024, reaktionär. Weil scheinbar ist jeder plötzlich reaktionär. Hallo Neuronomicons. Das kann ich also abschließend dazu sagen. Ich hoffe einfach mal, dass das Shoyoka-Thema jetzt langsam aber sicher zu Ende ist. Beziehungsweise, wenn das vor Gericht gewesen ist, mache ich natürlich ein Video zu. Ihr kennt mich, was auch sonst. Ich hoffe aber, dass sie sich nicht mehr öffentlich dazu äußert. Ich habe noch nie so dumme Aussagen mitbekommen wie in diesem Stream. Ja, viel mehr kann ich dazu auch nicht sagen. Ich glaube, es ist irgendwann noch einfach alles erzählt. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dann. Okay, thanks, bye.
Du hast die Reaktion entdeckt. Ich dachte, ihr denkt, dass ich zwei Geschlechter bestätige, aber das darf man nicht mehr machen. Ich hab gesehen, wie Sinan mit Dara geredet hat. Und Dara wollte alles nicht verstehen, ne? Er wollte es einfach nicht verstehen. Kannst du mal zurückspringen? Wohin zurück? Wohin soll ich zurückspringen? Ich bin am Anfang. Mit aufzuhören. Shoyoka, also hast du dir überhaupt durchgelesen, was dein Anwalt geschrieben hat? Also erstmal war da nicht mal eine Unterlassungserklärung drin. Meinen die mit reaktionär Reaction-Streamer? Also ich weiß nicht, wie die das meinen, aber reaktionär heißt nicht Reaction-Streamer. Das Wort hat eine andere Bedeutung. Selbst wenn ich gewollt hätte. Was sagt er immer am Schluss? Wie bitte? Mal, dass das Shoyoka-Thema jetzt langsam aber sicher zu Ende. K thanks bye oder sowas, oder? K für Kuchen? Oder K says bye? K sagt ciao? Ist, beziehungsweise, wenn das vor Gericht gewesen ist, mache ich natürlich ein Video zu. Ihr kennt mich, was auch sonst. Ich hoffe aber, dass sie sich nicht mehr öffentlich dazu äußert. Ich habe noch nie so dumme Aussagen mitbekommen wie in diesem Stream. Ja, viel mehr kann ich dazu auch nicht sagen. Ich glaube, es ist irgendwann noch einfach alles erzählt. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dann. K thanks bye. Jo, Freunde der Gerichte. K thanks bye. 1:53, ganz kurz. 1:53. 10 Monate aus Ersparnissen gelebt und Gehälter bezahlt. Und dadurch, dass ich... Moment. Du wolltest gesehen werden, ne? Ich habe literally... Literally, aber wo bist du da? Wo bist du da? Okay, danke, tschüss. Okay, thanks, bye. Ah, okay. Die werden es nie erfahren. Hallo, geschriebene Geschichte, guten Abend. Gehst du gleich wieder live? Dann raiden wir vielleicht rüber, wenn du heute Nacht live bist. Schau mal, von wem das... Ah! Ja! Schau mal, von wem das Video ist. Ganz unten, ja. Da unten, guckt mal hier. Das ist Bastion. Mit seinem sexy Shirt. Ganze 7 Abonnenten. Oh ja, da wäre ich jetzt nicht drauf gekommen, sorry. Ich habe dir Credit gegeben. Von dir ist das. Jetzt weiß Shoyoka Bescheid.